Erfolg. Und wir gehen jetzt rüber zu ein Hammer, ein Sisser, könnte man sagen, oder was ist in Deutschland alles nicht. Bleiben Sie ruhig noch eben sitzen, weil jetzt kommt ein Phänomen. Wir hatten ihn eigentlich alle fünf kriegen wollen, jetzt ist er nur alleine gekommen. Bill Wyman von The Rolling Stones met a new fashion. The times I turned and looked behind me, couldn't keep away from looking back, seeing who was following me. Tried to catch some long forgotten dream, trying to help the friends who were dragging on beside me. Jetzt habe ich immer noch, diese alberne Flasche hier in der Hand, in der ja nun Jürgen ist. Bruno, komm her. Nimm mal diese Flasche, pass gut auf sie auf, lass sie bitte nicht fallen. Vorsicht! Bruno ist ja, ganz vorsichtig. So, okay. Ja, da kann man sagen, hier steht auf der Bühne Rockgeschichte. Jetzt ist er doch runtergefallen, jetzt ist er frei. Da habe ich aber nächste Woche viel zu erleben. Da habe ich viel zu erleben, habe ich das Gefühl. Bill Wyman von den Rolling Stones. Dann von den Rolling Stones. You speak German? Ein bisschen. Nicht so viel. Ja, das ist schon ganz gut. Schon sehr viel. Dann darf ich Ihnen diesen Herrn vorstellen, der dahinter sitzt. Das ist Kenny Jones. Er war früher bei den Small Faces, war bei den Faces und ist heute der Schlagzeuger von den Who. Und auch diesen Herrn darf ich Ihnen vorstellen. Es ist Terry Taylor. Er schreibt zusammen mit Bill Wyman die meisten Stücke von der neuesten LP, die Bill Wyman gemacht hat. Bill, I'm sure everyone asking you, Rolling Stones in Germany 82, is it right? I should not say yes, but I'm going to say maybe.
You know, also er sagt, er möchte nicht ja sagen, aber er möchte so mehr vielleicht sagen. You know some date? Yeah. You are. No, we are. Yeah. I mustn't say. Nee. Ja. Nee oder ja? Yes or no? It's possible. Es ist möglich. Bill Wyman, herzlichen Dank an die Band. So, Mareike. Juhu.